Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther P. und das hier ist ein kleines Let's Show von meiner Welt. Und ja, ich habe mich jetzt mal irgendwo hinbegeben in nirgendwo und werden jetzt mal langsam auf meine Welt hinzufahren. Moment. Ja, das war alles. Natürlich alles so geplant, ne? Habe ich alles im Skript geschrieben, dass ich darunter falle. Nee, also ich muss erstmal zum Minecart. Minecart, I got some Minecart. Und damit werden wir jetzt die epische Fahrt beginnen zu zu meinem Haus und dem ganzen anderen Stuff, was noch dazu gehört. Ja. Also das ist jetzt nicht so die Welt, wo ich so unbedingt auf Schönheit lege, um das hier jetzt erstmal vorab zu sagen. Und ich bin auch nicht der beste Bauer, aber naja, bei einigen Sachen habe ich mir schon Mühe gegeben. Und auf jeden Fall ist das eher so die Welt, wo ich so ein bisschen farme und Dungeons erkunde und so Stuff eben halt. Und ich will nicht zurückfahren. Mut! So, Hühner von den Gleisen gehen. Ist ja schön. Das ist ja echt schlecht, wenn die Hühner hier drauf sind. Aber abriegeln will ich die Strecke extra nicht, weil die ist schon relativ lang. Da fährt man schon eine Minute oder so. Oder zwei oder 20. Alter, du willst mich doch verarschen. Ja, scheiße. Weg! Weg, 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 weg! So. Na, ein bisschen Skyrim-Musik im Hintergrund. Tralalala. So, wir fahren weiter und weiter und weiter. Keine Angst, wir sind bald da. Wann sind wir da? Ich muss mal auf die Toilette. Wo sind wir? Wie lange dauert's noch? Ah. So, gleich müssen wir da sein. Also hier ist schon mal auf jeden Fall ja die Insel oder der Kontinent, wo ich drauf gebaut habe. Und man müsste gleich vielleicht auch schon das erste kleine bisschen sehen. Und so. Oh, gleich sind wir da. Du müsstest es gleich sehen. Okay. Yay! Blockhäuser for the win! Yay! Also, das ist meine schnieke Welt mit dem Tower de Monstrosum. Und Monstrosum ist richtig, weil das ist eine Monsterfalle und die Plumps sind alle darunter. Ganz tief in den Erdboden und da hau ich die dann kaputt oder beziehungsweise da sind die dann schon kaputt und da kriege ich dann ganz, ganz viel Experience und Drops und so weiter. Ja, und um da runterzufahren, können wir hier lang fahren. Ich weiß noch nicht, ob ich erstmal so noch ein bisschen ein Overview machen soll. Also mach ich jetzt mal ein Overview. Das ist, denke ich mal, ein bisschen, ja, nützlicher. So sieht's ja aus. Hier neben der Monsterfalle, der riesigen, gigantischen Monsterfalle, habe ich hier so eine kleine Farm, ne? Ganz tiergerecht und so. Freut sich die Peter. Unten sind die Schafe, darüber sind die Kühe und ganz oben sind die Schweine. Moment, ich kann euch das mal gerade ein bisschen zeigen, wie viele da ungefähr drin sind. Oh. Und die Tiere sind echt laut. Da musste man ja schon richtig gegen ansprechen. Hier sind eben halt die Schweine, bla bla bla. Au! Und wir haben jetzt schon Frame Drop. Die Framezahl fällt runter wegen diesen ganzen Tieren hier. Ist sogar schon auf 22 gesunken. Holy shit! Ja, hier habe ich eben halt noch so eine kleine. Nee, Farm. Wie heißt das mal? Bamboo Farm. Kann man hier Schalter drücken? Die Pisten fahren sich aus. Der Bambus wird in den Fluss reingetrieben oder ja, in die Wasserströmung. Die Wasserströmung verläuft hier weiter. Hier runterher. Und dann hier rein. Und dann kann man sich das hier unten abholen. Und da hinten hatte ich früher auch mal, das kann ich gerade zeigen. So. Hier hatte ich früher auch mal meine, ja, Hühnerfarm. Aber die sah hässlich aus und dann wollte ich die umverlegen und dann habe ich die unter die Erde verlegt. Die können wir uns auch gleich noch angucken. Es gibt so viel zu zeigen, so viel zu sehen. Und es wird auch schon langsam Nacht. Egal, dann gehe ich gleich schlafen. So, hier habe ich so eine, ja, oh, jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Nein, jetzt kann ich sie mal pflanzen. Egal. Hier habe ich so eine präventive und experimentelle, ja, Melonenfarm gebaut. Hier ist eben halt das Redstone-Signal und wenn die Melone, also von diesem Samen hier hinkommt und dann dahin, also dann wird der Strom weitergeleitet und wenn hier dann die Melone noch hinkommt, dann wird hier der Strom weitergeleitet und immer weiter und weiter bis ganz zum Ende.
Und dann werden hier eben halt die Pistons aktiviert und dann werden die Melonen zerstört. Weil man kann die nicht irgendwie in Samen schieben oder so. Das ist wohl absichtlich so, damit man so eine Farm bauen kann. Und dann kriegt man eben halt nur diese ganzen Melonenscheiben raus oder Stückchen oder wie auch immer. Und dann kann man da einmal langlaufen und hat das. Und das ist eben halt noch hier verbunden mit so ein paar Noteblocks, so dass ich das dann auch innerhalb meines Hauses höre. So. Und höre ich dann so, bumm oder brumm brumm. Irgendwie so höre ich das und dann weiß ich, aha, die Melonen sind umgefallen oder so und ja. So, das ist mein Haus, das ist mein aller erstes Haus in dieser Map. Nicht in Minecraft, aber in dieser Map. Hier im schönen Balkon und ja, das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Hier habe ich auch ein bisschen Vorgarten noch so. Nee, ein bisschen was fürs Auge. Hier habe ich so ein, ich wollte so eine Art Tempel bauen. Aber kam nicht so gut drüber, deswegen habe ich nur so eine kleine, ja, Mini-Mini-Festung gebaut. Wo mit Alchemieständen und all so ein Zeug. So, hier habe ich so ein, ja, so ein Steinplattform, mehr oder weniger. Und da wollte ich noch so eine Art Farm bauen. Farm, ich meine so eine Art Markt bauen, aber dazu bin ich bisher noch nicht gekommen. Leider. Und hier, da muss man vorsichtig sein. Da geht's ganz, ganz tief runter. Ganz, ganz tief. Und da habe ich dann immer so ein paar Minen gegraben, um Diamanten zu finden und so. Falls ich mal nicht natürliche Minen erkunde. Hier sind noch dann so ein paar Lagerräume mit allem möglichen drin, mit Schallplatten. Hier awesome Schallplatten, ganz, ganz viele. Und Spinnenweben und Kies und Tralala und Trilalo. Hier noch was. Hier eine Etage darunter ist auch noch ein bisschen was da und da noch was. Also hier ist wirklich was für jeden Mann dabei und auch natürlich für jede Frau. So. Oh, Breakdance Schaf. Hell yeah. Da habe ich so ein Portal und hier so ein paar, ja, Wasserwege gebaut. Ich weiß gar nicht warum. Fand ich lustig. So, hier ist eben halt so ein kleiner Eingang nach unten. Und hier ist eben halt meine Schmelzzentrale. Also hier schmelzen die ganzen Sachen, ob Eisen, ob, ich weiß nicht, Gold oder Fleisch, brate ich da. Was man eben halt, was das Herz so begehrt. So, hier ist das kleine Portal. In den Nether gehen wir jetzt aber erstmal noch nicht. Da habe ich auch nichts großartig gebaut. So, hier ist eben halt noch der Weg. Hier ist lalala. Da hinten ist auch noch ein Haus. Das können wir uns auch nochmal später genauer anschauen. Hier sollte eigentlich so eine coole Unterwasserkuppel werden, aber die sieht, naja, ja, eher weniger aus, ne? Also sollte so ein kleines Unterwasserdorf sein, aber da der Wasserspiegel nicht wirklich hoch ist und ich dann schon halb fertig hatte, da habe ich noch zu Ende gebaut und so, tralala, trilalo. Aber ich weiß nicht, ob das hier schon seit gefühlten Monaten stehen und nicht weitergebaut. Und ja, da wird in nächster Zeit wahrscheinlich auch erstmal nichts kommen. In nächster Zeit baue ich jetzt mal da hinten weiter. Moment, ich gehe mal gerade in diese Richtung. Also, ne, hier Garage rein. Zack. Das sieht auch ein bisschen scheiße aus mit diesem Mossy Stone und bei dem Texture Pack. Das finde ich selbst auch ein bisschen doof. So, hier ist meine Zweitwohnung. Hier so ein bisschen, ne. Können wir mal gerade schaffen. Ich will jetzt nur nichts Genaues zeigen. Ich will jetzt mal so einen groben Überblick machen. Mamma mia. Mamma mia. It's me. Grober Überblick. So, und hier geht's dann noch hier hin, so, ist aber langweilig, weil da nichts ist, da, ich weiß, da habe ich ja noch keine Idee, was ich da irgendwo hinbauen kann, oder ob das diesen Weg in den Wald reinführt, oder was weiß ich. Ach, die Farm da, die habe ich ganz vergessen zu zeigen. Na gut, ich habe sie gezeigt, aber nichts dazu erzählt. So, hier geht's weiter und weiter. Ja, ich merke schon, ich rushe hier gerade so ein bisschen durch, so einfach auf Speed. Speed. So, wir haben schon 10 Minuten vorbei und noch nichts geschafft. Das ist natürlich auch sehr schön. Hier ist so ein schöner Gravelweg. Und hier komme ich immer durch das Netherportal zurück. Ich keine Ahnung, ich habe das Netherportal gemacht und dann wollte ich aus dem Nether raus und dann bin ich irgendwo hier aus irgendeinem Grund hier hingekommen. Ich habe keine Ahnung wieso und dann, ja, habe ich einfach mal einen Weg durchgebaut. Führt hier so ein bisschen lang. Hier zu so einer schönen Brücke. Die wird auch noch so schön hier auf Stelzen getragen. So eine, ja, Bogenbrücke. Und hier wollte ich dann auch noch irgendwie so, irgendwo hier am Fluss wollte ich noch so einen Hafen bauen, damit man auch unterherfahren kann und so. Das stelle ich mir alles schon sehr, sehr cool vor. Aber außerdem tut es alles bei mir scheiße. Nein! So schlimm ist es auch nicht, aber ist schon sehr, sehr schlimm. So, hier geht der Weg immer noch weiter. Hier den Berg rauf. Und dazu, zu diesem Berg muss ich mal kurz eine Story erzählen. Ja,
dieser ganze Teil hier vom Berg, da auch noch was. Hier drüben alles, hier, hier und auf der anderen Seite des Berges auch noch. Da muss ich, ich glaube, 10 Stacks Dirt hinpflanzen und umpflanzen, abbauen, hinbauen. Und insgesamt 10 Stacks Dirt habe ich davon verschwendet, nur um diesen Berg hier einigermaßen gut aussehen zu machen. Auf der Seite hier natürlich auch, hier so überall. Also das war schon ganz schön actionreich, ne? Und sehr, sehr viel Arbeit. Ja, hier ist der Weg auch schon zu Ende und der soll mir irgendwann da zu diesem Turm führen, den ich gerade baue. Momentan sieht der noch nicht allzu gut aus, aber ich hoffe, mit ein bisschen mehr Zeit und Liebe zum Detail schaffe ich das halt irgendwann, dass das Ding auch mal gut aussieht. Aber das kann noch ein bisschen dauern, das ist so gerade mein momentanes Projekt, wo ich gerade dann gebaut habe. Ja, deswegen sieht er auch noch so ein bisschen unvollständig aus, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Kann man schon fast verkaufen. Makler schaffen da wahrscheinlich... Voilà. Heute sind die Versprecher wieder zahlreich, ich merke es schon! Nein, also Makler, der wird da einen Preis für, keine Ahnung, 3 Euro rauskriegen, ne? So, dann gehen wir erstmal zurück. Ja, und viel, viel, viel mehr habe ich eigentlich nicht, aber ich kann ja alles nochmal im Detail zeigen und noch ein bisschen was erklären und Geschichten erzählen und andere Mythen und irgendwas ausdenken und euch dann die Hucke voll labern. So, wir können mal noch zur Wüste gehen und ich sage jetzt mal, die Wüste sieht... ganz schlecht aus. Ist ganz, ganz ruiniger Eindruck, der einem dahinter bleibt und so. Weil das ist mehr so dieser ganze, also dieses ganze Sandfeld hier, ne? Ich kann es mal gut zeigen, wie groß das hier ist. Oh, ich habe ein Setzling gekriegt. Die ganze Wüste und da geht es auch noch viel, viel weiter, das ist einfach nur so, ja, zum kaputt machen und so. Ich will das irgendwann auch nochmal wegmachen und dann alles mit Gras überpflanzen und so weiter und so fort. Und tralala. So, man sieht ja schon, ich habe ordentlich Sand gefarmt. Nach dem guten alten Fackeltrick, den ich sehr gerne benutze. Und das hat sich auch hier wirklich rentiert mal. Ich meine, wenn ich das hier alles so, die ganzen Wiege hier mit Schaufel gegraben hätte, säße ich da wahrscheinlich immer noch dran. So, und hier gibt es auch mehr als nur ein Sprengloch. Hier zum Beispiel oder hier oder hier gibt es auch noch eins. Oder auf der anderen Seite der Graben vom Marianengraben. Ne, das waren glaube ich hier Creeper, bin ich mir gar nicht sicher. Hier ist noch ein ganz, ganz tiefes Ding, das geht dann noch viel tiefer. Hier ist auch noch ein ganz, ganz tiefes, das kann ich mal kurz zeigen. Ah, okay, das ist nicht ganz so tief. Also, und hier ist, Loch und so. Also überall ist hier weggebombt und so. Hier ist eigentlich mehr so, ja, sieht scheiße aus, Gebiet. Das mal zusammenzufassen. Aber ich mag die Wüste sowieso nicht so sehr. So, hier ist zum Beispiel auch sehr tief. Hilfe! Ich habe Angst! Ah! Das Doofe ist, bei mir hat auch schon wieder Schule angefangen. Das ist, scheiße. Aber da will ich jetzt gar nicht drüber abschweifen und ablästern und sowas. Das überlasse ich euch. So, wie man sieht, ist der Sandweg sehr, sehr lang. Also dieser Graben,